Ready for takeoff. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Da kommt noch 3, 2, 1, 0. Zero! Aber Chris, du musst mir doch sagen, was Sticks ist. Was? Oh, Sticks? Du hast Sticks gesagt. So, da sind wir an der Umlaufbahn. Da geil, wir sehen uns sogar. Ja, wir sehen euch. So, jetzt könnten wir auswählen, wo wir auf dem Planeten landen, ja? Wollen wir nicht, wir wollen, du drückst jetzt auf über dir, ist so ein Button. Das ist ein orangener Button, ja, auf den nächstgelegenen Planeten soll er fliegen. Ja, da drückst du jetzt drauf und dann, na, warte mal, wir können ja gucken, was für ein Planeten. Wir haben einen kargen Planeten, dann haben wir einen Tundra-Planeten, das ist ja für Eis. Jetzt gucken. Na, indem du die mit der Maus rübergehst. Wenn du drehst mit der rechten Maustaste. Rechte Maustaste drehen, mit der linken Maustaste rübergehen, dann siehst du, was das Karg oder Tundra ist. Ja, also ich bin da drauf und bei mir zeigt er hier nichts an mit dem Controller. Doch, hier ist Karg. Also zum Beispiel unser, wo wir jetzt herkommen, ist ein erdähnlicher Planet. So, ja. Dann haben wir, der kleine ist ein karger Planet und der große andere ist ein Tundra. Selbst wenn ich mit der Maus mache, passiert da nichts. Pass auf, wenn wir jetzt einen Moment warten, kommen wir jetzt in der Reichweite von den roten Planeten auch. Da kommt ja, was ist das für ein Wüstenhaft, da würde ich ja gerne mal hin. Welcher, der da ist? Der weiß, der rote, der gerade. Ich sehe hier keinen roten. Bei der Sonne. Da oben, bei der Sonne. Ja. Da oben Steffen, hast du auch wirklich oben das orangene Button-Ding gedrückt? Ja, hab ich. Nee, noch gar nichts. Nee, da drückt man das orangene Button-Ding. Da siehst dachte, dann fliegt er schon auf dem Planeten. Nein, mach doch einfach. Ach, das sagt mir doch. Da hab ich doch gesagt. Sag mal, warte mal. Beeil dich, der geht sonst wieder raus. Der rote, ja? Ja, warte mal. Der, ein bisschen ist ja noch drin. Da kommt jetzt so ein kleiner rein, der noch näher an der Sonne ist. Ich hab jetzt auf den roten geklickt. Verstrahlt. Also auf den roten, ja, okay. Ich hab jetzt auf den roten geklickt. Wir landen jetzt auf dem roten Planeten. Och, bei dem verstrahlt würde mich mal interessieren, ob er da sofort stirbt. Nee, ich bin schon mal auf dem verstrahlten gespawnt und das war der Planet, wo ich so in die Erde gegangen bin. Jetzt kreisen wir hier in der Umlaufbahn. Sollten wir jetzt alle zusammen einen Punkt anwählen? Na, könnten wir, ja. Dann lande ich mit hier und ihr sucht den Punkt dann auch aus, oder was? Na, versuch mal, ich weiß ja nicht, wo du landest. Na doch, das siehst du ja eigentlich denn. Hoffe ich. Da müsste dann unser Raumschiff abgebildet sein. Ja, stimmt, sein. Ja, da bist du gerade. Ah ja, da bist du landet, ich komme. Oh. So, wie sind wir echt doch gar nicht mal so wenig. Da sind wir. Geil, Alter, ey, ist das nice, mal eine ganz andere Welt. Juhu. So, wir bauen. Oh, super. Ja, gut, dass wir genau übereinander landen. Guck mal, das ist doch super zum Bauen hier. Haben wir denn auch jetzt noch zwei Raumschiffe, oder? Was haben wir? Wenn wir sehen. So, wir oder bauen jetzt... Ja, haben wir. Ja, das wird schon übereinander stehen. Beste Habitat-Plattform. Was ist denn das hier? Was hier die roten? Cool. Na, Annika, wenn ich... Ist hier gerade ein Schneesturm? Was? Oder ein Schneesturmsturm? Wüstenart, ja, weiß ich Hilfe, nicht. Hilfe, guck mal, hier sind so eine roten, passt auf. Guck mal, wie nah wir an der Sonne sind. Roten. Was da, meinst diese du? Diese roten Dinger, die hier rumfliegen. Die Kommunisten, sie laufen sag überall mal rum. Boah, also, ich sehe das nicht. Also bei mir lauft ihr hier, bei mir seid ihr noch im Raumschiff und klemmt fest. Ja, bei mir auch. Bei mir ist Annika eine Energieleiste. Hier fliegen so eine roten Dinger lang. Alter, ist ja alter, was ist denn für ein Canyon? Oh ja, hast du recht. Ja. Jetzt fliegen sie, jetzt sehe ich sie auch, diese ganz kleinen roten, ne? Ja, die machen Schaden hier, ne? Ja, total ein Schaden. Was sind das hier, so Vulkansteine oder was? Und wer hat das Habitat hier hinter so einem Ding gebaut? Ich? Der ist bei leider umgefallen. Ein bisschen, ja, schräg aus. Vielleicht sollten wir, Alter, das sind wirklich kleine Stacheldinger, die hier durch die Gegend fliegen. Vielleicht sollten wir uns einfach mal eine... Oh, guck mal hier, was ist das, ein Stein? Oh. Können wir den ausbuddeln? Ah, wie, warte mal. Wisst ihr, was das Geile ist? Hier ist die ganze Zeit Sonne, ne? Echt? Ja. Naja, klar, die sind direkt an der Sonne, hier wird nicht Nacht. Ey, guck mal, ich hab hier einen Lithiumstein. Du, ich kann hier Lithium abbauen. Das ist ja crazy. Aber wie war das mit dem Bohrer? Guck, ich hab jetzt Lithium gerade einmal abgebaut. Ja, gut gemacht. Voll crazy. Habt ihr keine Sauerstoff, ne? Denkt dran. Ja. Wie war das mit dem Alter, mit dem Kran und Bohrer? Kann man denn diesen Stein kaputt machen, ja? Ey, seht ihr meine Verbindungen hier? Nö, wir für uns steckt hier. Ich hab hier zwei immer Verbindungen, noch, ja, okay. Steckt hier immer noch. Und cool. Nee, doch, jetzt sehe ich ihn. Wer ist das hier? Ich bin rechts, ja. Das ist jetzt Alter Schwede, Annika, hier ist ja, Annika total, hier ist ja Dead End hier unten. Alter, Us, dicht an der Sonne, crazy. Oh, Todesblendung. Ist das geil, ey. Also jetzt wird eben erstmal so das Potenzial des Spiels aus oh so Gott, bewusst. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Ich bin tot. Was war denn? Keine Ahnung, ey. Was machst du da? Du bekommst nur wieder. Hier ist ein Bubble. Eigentlich müsste er hier wieder auf dem Planeten rauskommen, bei dem Habitat oder beim Raumschiff. Ich bin hier rübergelaufen, das ist eingebrochen.
Und auf einmal war ich tot. Der Planet, ich baue übrigens eine Mauer hier, nicht, dass ihr euch wundert, ne? Okay. Nee, aber jetzt nochmal, warum? Obwohl, doch, jetzt ist die Sonne geht weg, es ist dunkel, aber theoretisch dürfte es nicht lange gehen. Boah. Ist Alika auch gestorben? Nee, hier, also diese roten Dinger, da musst du aufpassen, dass die hier nicht treffen. Na, die, ja, ja. Oh Gott. Warum habe ich denn jetzt Schaden gekriegt? Naja, das sind diese kleinen roten Dinger, die hier rumfliegen. Ja, aber wie soll man das denn verhindern? Na, gar nicht. Das ist halt so auf dem Planeten. Da verdenkst du, warum ich hier gerade eine Mauer hochziehe, Mann. Das kann's doch nicht sein. Oh Gott, ich bin schon wieder verletzt worden. Ja. Also wie gesagt, hier ist dieser Lithiumstein, wo Lithium drauf ist, aber das kriegt man nicht kaputt. Na, die Forschung müssen wir erstmal mitnehmen, oder? Willst du die mitnehmen? Die was? Achso. Die Forschung. Naja, meinst du das was Besonderes? Na, weißt du nicht. Was ist denn hier hinten? Guck mal, was hier hinten ist. Hier hinten vielleicht ist das gar nicht so gut auf einem Planeten hier jetzt umzurennen, der echt so gefährlich ist. Oh, warte mal, hier ist rote Zeug. Was ist denn rote Zeug? Ah, das ist Energie. Auf jeden Fall sind hier hörig hier scheiß Pflanzen oder so. Ja, die dampfen mich auch gerade schon an. Ja. Ich hab Energie gekriegt auf jeden Fall. Und hier hinten ist auch noch irgendwas. Ich guck mal gleich, was da ist. Da hinten kommen. Alter, guck mal, was hier für dicke Dinger rumrollen. Oh. Alter, die werden immer größer. Steffen, pass auf. Was denn? Alter, Dude, ich will jetzt nicht. Und wenn es kleine jetzt sind, richtig große. Ist das Lithium hier hinten? Das ist voll gefährlich hier. Und ich glaube, jetzt kommt auch gleich noch ein Sturm. Ja, was machen wir jetzt mit dem Sturm? Naja, weggehen. Malazit. Alter, ist richtig viel Kupfer. Ständet irgendwo drinne, was, was das einem bringt? Was denn? Der Planet, was da so für Ressourcen? Ja, ein bisschen habe ich schon mal gelesen, sowas. Alter, ist richtig viel. Hä, wo seid ihr denn? Alter, ist richtig viel. Wer gräbt hier runter? Chris, sehr gut, Chris. Wir müssen uns ins Raumschiff stellen. Alter, hier sind riesen Dinge, ist hier gerade rumgeflogen. Ich bin voll fasziniert gerade. Chris und ich stecken in einer Höhle zusammen. Warum sitzt ihr eigentlich im Raumschiff? Ich weiß nicht, ich öfter. Wo grabt ihr euch hier hin? Warum? Na, wir haben Angst vor dem Sturm. Geil. Ich setze mich lieber ins Raumschiff. Kannst du machen, ja. So. Ich sehe dich gar nicht, Felix. Echt nicht? Nö. Ich grabe hier mit. Ja, ich sehe das, aber ich sehe dich nicht. Ja, ich sehe das, aber ich sehe dich. Annika, wollen wir abheben? Paranormal Activity. So, jetzt will ich wieder raus. Der Sturm ist aber an uns vorbeigegangen. Irgendwie. Ja, ist an uns vorbeigegangen, ja. So, ich habe hier gerade übrigens 5-mal Kupfer aufgesammelt. Und das ist noch nicht mal zu Ende gewesen. Packet doch, naja, ein Pack, aua. Ja, siehst du, hätten wir uns ein Lager mitnehmen müssen. Na, wieso ist da ein Lager? Sind zwei Lager drauf, die scheiß Dinger stehen halt nur übereinander. Was, das ist nicht ein Lager drauf? Ja, bei uns schon. Bei unserem Schiff, meinst du? Ich wurde gesteinigt. Alter, ich flieg hier wieder weg. Annika, willst du mitkommen? Was? Ich flieg weg. Fliegen wir wieder weg? Ich würde auch sagen, der Planet ist nicht so geil. Findet jemand meine Leiche? Wir haben Habitat hier, ist okay. Kupfer dann. Das heißt, wir waren schon mal hier. Das ist dann auch noch. Das ist meine Leiche. Okay. Jetzt na, dann vielleicht findet ihr euer Raumschiff hier, wenn. Warte mal, genau. Ihr müsst mal. Zwei steigen jetzt ein und einer fliegt dann schon mal los. Ey, ich bin schon wieder gestorben. Ja, ich bin eingestiegen. Ja, gut, dann fliegen wir jetzt schon mal los. Fliegt ihr schon mal los? Ja, jetzt verkohlt ihr mich. Habt ihr nämlich. Sind wir im gleichen Raumschiff, Annika? Ja, also ich bin bei dir. Ich sehe das losfliegen. Super. Ich sehe deinen Namen. Die nächste Frage ist doch aber. Wo ist meine Leiche? Ich hatte 5-mal Kupfer hier. Ja, die Leiche sieht man irgendwie auch nicht, ne. Ja, lass uns hier bloß verschwinden, Chris. Alter, das ist voll tricky, sneaky. So, Annika, wo fliegen wir jetzt hin? Wollen wir, willst du auf den verstrahlten Planeten? Ja, na, ist da unser Habitat übrigens verschwindet, ne? Ja. Geil ist, ey, mit so einem großen Raumschiff hat echt viel Energie. Also hier, Dingsbums, finde ich gut. Felix, kommt ihr uns hinterher, Daniel? Ja, wir haben unseren Habitat aber verschwindet. Warum? Ist doch scheißegal. Auf dem Planeten. Ich finde es nicht schlimm, dass wir auf dem Planeten, der ist so interessant. Der ist halt nur gefährlich, aber das heißt ja nicht, dass er schlecht ist. Was ist denn? Könnten wir uns an den Rand der Galaxie begeben? Na, ich weiß nicht, man muss halt immer vom Planeten. Achso, da ist der Planet. Da unten sind übrigens noch, da unten ist noch so ein anderer. Nee, wo ist denn eigentlich unser Heimatplanet? Na, der ist der Erdähnliche, der hier in der Nähe ist. Der dort, der Erdähnliche in Richtung des Kargen da unten. So, auf dem Verstrahlten, wa, Annika? Ja. Gucken wir mal, da landen, schön. Auf dem Berg? Hä, die Anzeige bei mir ist gerade entweder völlig verbuggt, weil ich sehe irgendwie nur den wüstenhaften Planeten.
Und alles andere ist gar nicht in Reichweite. Verstrahlt, direkt neben dem Wüstenhaften. Ist so ein blauer? Kleiner, oder? Nee, der blaue, nee, so ein kleiner. So ein grüner, grünlicher. So ein grünlicher, verstrahlt. Alter, der Schwede, was ist das denn? Verstrahlt halt. Krass, sieht der denn aus? Also ich cool, sehe, ne? Gar nichts. Kommt mal her. In unserem Umkreis ist nichts, was ich anwählen könnte. So, Annika, ich platziere hier mal das Ding. Ach so, ja. Einfach Chris, mal. Siehst du irgendwas? Nee, ich kann ja nicht, also ich sehe Planeten, ja, aber ich kann ja nicht anklicken oder so. Du bist doch, so du abgeheben vom Planeten, oh Gott, du bist so vom Planeten schon runter, irgendwas angeklickt. Irgendwas ist jetzt gerade... Das ist egal, ihr habt hier noch Treibstoff. Wo landen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir aufpassen, Chris. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, das ist unser Ursprungsplanet. Na, der Erdähnliche ist unser Ursprungsplanet. Oder genau, das ist unser ursprüngliche, Chris. Dann müssen wir jetzt wieder aufbauen. Stimmt, da ist unser... So, jetzt sind Karg. Seid ihr auf Karg? Nein, wir sind verstrahlt. Verstrahlt. Guck mal, Annika, hier ist ein. Alter, hier ist ein fressendes Ding. Wo? Guck mal hier. Ja, das meine ich. Das sind, glaube ich, die Erdwürmer. Erdwürmer? Sind, ich will Erdwürmer sehen. Wo ist der? Die sind mit Zähne. Ich glaube, da sollten wir nicht zu nah rangehen. Nee, muss ich jetzt wieder zu den Wüsten. Ah, verstrahlt, da wollt ihr hin, ja? Und direkt daneben habe ich unsere Basis gebaut. Sehr schön. Da können wir bestimmt Zeug drin schmeißen, was wir nicht wollen. Hier ist überall die Dinger hier. Ich will die Erdwürmer sehen. Na, die sind direkt hier. Die sind hier unterwegs. Das ist ein Loch mit Zähnen halt, ne? Was soll ich sagen? Ein Loch mit Zähnen. Die sind überall Löcher mit Zähnen. So sieht's bei manchen Leuten bestimmt auch im Schritt aus. Ein Loch mit Zähnen. Ich glaube, ich spring da mal rein und guck, was passiert. Warte. Wir sind auch gleich da. Was? Ihr seht ja, wo wir gelandet sind. Ja, ich muss da kurz warten. Ich kreise hier schon gerade im Umkreis und ich suche mir jetzt gleich eure Station aus. Da sind sie. Warte. Das Ding finde ich hier krass, das sieht aus wie so ein Augenvieh, so ein großes. Was denn? Das hier, vorne gleich. Inwiefern wirkt sich diese Strahlung aus? Siehst du so, wie sieht aus wie Augen? Du meinst du die Gräser hier, die kleinen? Wo die Ostereier dran sind? Oder meinst du das fressende Ding? Das ist halt so ein Ding von das, unten. Das hier, das steht direkt davor, das ist so weiß und hat lila Augen und eine blaue Pupille. Sehe ich nicht. Ist das dieses Wurmloch hier? Ja, ich spring jetzt hier mal rein, seid ihr da? Ja. Ich hüpfe jetzt hier mal rein, das ist hier so ein Fressding. Ups. Oh ja, ich bin einfach tot. Die Geräusche habe ich wurde gefressen. Nom. Was, wenn wir da was drin werfen, dann ist das wirklich weg? Weiß ich nicht. Ja, das ist unser Mülleimer. Mülleimer. Man kann dadurch durchaus Mülleimer rausnehmen. Ich habe hier ein bisschen Energie, das kann ich mal reinschmeißen. Ja, mach mal, das will ich sehen. Okay, es fällt, glaube ich, einfach nur nach unten durch. Ja. Ja, jetzt liegt es unten. Das ist keiner außer ich. Weiß ich nicht. Aber passiert nicht viel. Es knurrt mich an. Ja, die knurren alle hier durch die Gegend. Ja, und hier, ach, siehst du, auf diesem verstrahlten Planeten habe ich dieses komische Metall letztes Mal gefunden. Kann es sein, dass man sich irgendwie schwieriger bewegen kann auf dem Planeten? Ja, finde ich auch. Der hält sich irgendwie so träge irgendwie. Oh, muss aufpassen, hier sind echt viel so eine fleischfressende Blumen. Ah, die sind sogar im Boden eingelassen. Ja, deshalb sag ich ja, die sind eigentlich sind die in den Böden drin. Crazy. Aber ansonsten. Ey, aber da haben wir ja mit unserem Planeten noch recht Glück gehabt, weil die sind. Wir ja haben einen erdähnlichen Planeten, ganz normal. Ja, ja. Die sind ja mega tief hier teilweise, ja. Aber hier dreht sich auch alles schneller, kann das sein? Na, weil es ist ja ein ganz kleiner Planet. Oh, ja, geil. Da wird einem richtig schlecht. Kann man die kaputt machen, die Würmer? Kann man die ausgraben? Versuch doch mal mit dem schon ausgegraben ist, ob der da einfach aber unten... Ich geh mal hin. Das probieren wir jetzt aus. Ja, da ist ein Bobitz drunter. Ja, geil. Also unter so einem, also wie ist hier, unter so einem blauen, da ist ein Bobitz drunter. In einem blauen? Ja. Alter, was hat er gemacht? Siehst du das hinter dir, Steffen? Was, hinter mir? Das große Weiße, was hier rauskommt? Oh Gott, nee, was ist das denn? Ich habe eigentlich nur ganz kurz die Erde weggenommen, dann ist das... Das gehört zum Bubbel, ja. den kann man gar nicht ausgraben hier, der ist in so einem Stein drin, ne? Kann das sein? Wirklich? Dieser Wurm? Ja, sieht so aus. Ja, die sind eingelassen. Du hast was Goldenes, so goldenes Forschungsding oder was, Annika? Ja. Na, pack auf dem Schiff hier, auf unser Raumschiff. Also entweder ist es ein Sturm, der hier vorbeizieht. Okay, es ist ein Sturm. Aber, was ist das hier? Sieht doch interessant aus. Ja. Ui, von hinten kommt ein Sturm, glaube ich, oder? Nee. Ah, ist gut, okay. Irgendwo kommen auch schneller hier, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, ich schaffe jetzt nicht mehr zurück.
Also springen, Leute, wenn ihr auf dem Weg zurück seid. Ich glaube, das verbraucht aber mehr Energie. Oh, ich bin aber stinkend. Wir haben ein Habitat und hier passen 3 Leute rein in so eine Kapsel, in so ein Raumschiff. Wegen Sturm meinst du das? Ja. Ja, ja. Ist ja ätzend. Ist ja ätzend. Also unser Planet ist ja echt noch nice. Also ich weiß nicht, mir fällt es schwer, das Spiel jetzt mit Inhalt zu füllen, wenn das mit den ganzen Fahrzeugen hier nicht so wirklich richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir da sagen würden, wir behalten uns das erstmal vor, das weiterzuspielen, wenn das eventuell besser gefixt ist. Weil das bringt echt nichts. Habt ihr ja gesehen, wenn wir in den Untergrund fahren, dass das Fahrzeug nach 3 Metern verbuggt und einfach weg ist. Also, das ist halt schade drum. Oder ja. Stimmt schon, ja. Also, das ist auf jeden Fall erstmal tricky. Ich meine, klar kann man die Basis jetzt so mit zu Fuß auch noch aufbauen, aber wir haben ja jetzt nur mehr oder weniger schon alle so erforscht. Wir können ja die Wartezeit damit mit GTA verbringen. GTA können wir spielen, DayZ. Achso, genau, ich wurde übrigens auch in der Disco angesprochen. Ach, nein, Güte. Wann wir mal wieder Dead by Daylight spielen. Dead by Daylight, das ist auch eine Möglichkeit. Da gibt es auch neue Mörder und so, das ist schon... Ja. Ja. Also versteht uns nicht falsch, wir haben auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Also ich finde es auch, also heute hat auch wieder mega Spaß gemacht. Ja. Aber man kommt jetzt natürlich ein bisschen durch das Buggy-Verhalten an seine Grenzen, so, ne? Ja, wir können jetzt mit natürlich der Flasche Schnaps ist das auch immer schwieriger als sonst. Definitiv, also das dreht sich für mich, ihr müsst euch vorstellen, für mich dreht sich das alle doppelt so schnell. Und, hier ist was Rotes, was ist das? Wir könnten jetzt natürlich den Planeten hier auch eine Basis ausbauen und machen und tun, aber das, also wie gesagt, müssen wir halt mal gucken. Wir haben sowieso jetzt erstmal die nächsten Tage nicht so die Gelegenheit aufzunehmen, glaube ich. Also das könnte jetzt erstmal die Woche schwierig werden. Schade. Müssen wir halt mal schauen. Das Laterit, aber irgendwie hat das hier eine andere Farbe, oder? Das sieht irgendwie, also oder wirkt die auf dem Planeten nur so? Also ja, das nur so wirkt. Ist nicht ganz komisch. Ja. Gut, dann bringen wir jetzt unseren Stuff hier noch in Sicherheit. Fliegen zurück und sagen, wir fliegen zurück und dann beenden wir den Part. Ja. Alright. Aber ist doch schon mal schön, dass wir das auch schon mal gemacht haben. So, Chris, sag, wenn du drin bist. Wollt ihr zuerst schon fliegen, abheben? Ja, ja, ne, die sind ja zum Schluss, deswegen denke ich mal, die fahren mit. Ist ja egal. Ist ja egal, mit welchem. Ja, ist ja Schnurz. Okay. Wir heben ab. Dann habt ihr das mit den Bubbles. Nee, ja, ist auch unser. Nee, wenn es unser ist, oh, ja, ich bin doch bei dem anderen Raum. Ist egal, deshalb ist ja gut, wenn das 2 losfliegen, weil dann haben wir einen 3er immer. Safety first. Habt da schön 3er im Weltall. Das ist genau. Ja, sehr geil. Aber oh, ey, schwerelos Sex haben. Kann man damit ein Business-Geschäft aufmachen? Bei Steffens Raumschiff müsste so ein sehr goldene drauf sein. Was hat der jetzt schon wieder? Was? Jetzt widerlegt mal meine Idee jetzt hier nicht. Also schwerelos Sex. Also ich wäre dafür. Das würde ich mir auch was kosten lassen. Oh, das ist auch ein exotischer Planet. Übrigens, da war ich auch schon mal drauf auf so einem Ding. Was ist da? Tanzender Hula-Hoop-Mädchen? Ja. Ist das so in der Art. Ja, nee. Dürfte wie der erdähnliche ist. Aber ich glaube, das kriegen wir gar nicht. Doch, der Verstrahlte war zum Schluss auch in der Erdumlaufbahn, oder? Ich finde irgendwie... Achso, der kommt erst immer der Planet um den Umkreis. Der das kommt ist der Weiße, genau, der Weiße ist. Der kommt jetzt so also quasi gleich rein. Also müssen wir uns quasi so vom Planeten zu Planeten fortbewegen, indem wir die Umlaufbahn von dem wählen. Genau. So, jetzt wäre auf der Wüstenplanet, oh, der Karg. Ist egal, ich fliege da gerade hin und fliege von da aus rüber, ist auch nicht schlimm. Bleib da. Annika, setz Felix da aus. Auf was? Nein. Setz ihn auf dem Karg aus. Ja, ja, meine Leute. Macht das mal. In den nächsten Fahrten werde ich einfach eine. Dynamit in eine Armee aufbauen und dann irgendwann zu euch rüberkommen. Das aussieht wie, als werdet der Mond. Ist rechten. Erdähnlich. Ja, aus dem Kargenplaneten war ich auch schon mal, da ist halt auch nichts, da ist wirklich nichts, der ist wirklich einfach karg. Da kannst du Forschung finden. Ja, da kannst du Forschung finden und ich glaube, gemischt war da eine ganze Menge, aber das war doch. So, jetzt ist die Frage, welche davon ist unsere Basis? Ah, hier mit den 1000 Kreisen. Siehst du gleich, das wird dir angezeigt, welche unsere Basis ist. Kannst du nicht wieder einfach zurückgehen in die Umlaufbahn, Felix? Bin ich doch. Wir sind jetzt auf dem Planeten, wo wir hin müssen. Guck mal, ich warte nur da unten. Ach so, ja. Wenn ich Umlaufbahn höre, muss ich immer an einen bestimmten Abend denken, den bestimmt einige von meinen Kumpels auch noch kennen. Da haben wir so einen Abend gespielt, wie heißt das hier, wo du so erklären musst, Begriffe und ne, Tabu oder wie heißt das? Oh super, jetzt landen wir beide auf einem oder was? Das ist so bescheuert. Und, ja Felix, und habe ich dich davor gewarnt, im ersten Part, soll ich einen kleinen Replay reinschneiden, dass es nicht klug ist, alle 3 Stationen nebeneinander zu machen?
Es ist doch egal. Im Normalfall hätte er doch rechts. Also ist egal, wo dieses Ding gestanden hätte. Wir hätten auf, wären auf einem gelandet. Nee, das stimmt nicht. Du kannst, jede Station erzeugt einen Kreis auf dem Planeten. Und ich habe zum Beispiel in meinem ersten Spiel, was ich alleine gespielt habe, einen am Ende und einen am anderen Ende gemacht, das der Basis. Somit konntest du die unterscheiden. Achso, na gut, da hätte ich vielleicht einfach auf einen anderen Kreis klicken müssen jetzt, weil daneben ja, war ja noch. Ja, genau, du hast zufällig genau denselben Kreis wie ich angewählt. Ja, du wusstest nicht, ich dachte, der speicherte vorne. Ja, wow. So, dann können wir ja noch den. Warte, wir forschen die Bubbles jetzt noch weg. Den goldenen hier. Ja, Gold ist bestimmt eine Forschung wieder. Diese Gold One. Die machen wir jetzt noch fertig. War doch echt trotzdem ein schönes Abenteuer. Ja. Ja, einfach mal ein paar Planeten sehen. Wahnsinn, wir misch. Ich weiß gar nicht, kann durchaus sein, dass wir schon alle erforscht haben, aber ich glaube nicht, dass wir schon alle haben. Die Frage ist, ob man Dynamit nur finden kann oder auch herstellen kann. Was ist das hier? Kupfer, Wahnsinn. Gut, also hat uns gebracht. Dann gucken wir mal, wie gesagt, wir hätten zur Auswahl GTA. So ein paar Rennen oder was weiß ich, Missionen, heißt, was auch immer. Ja, da gibt es ja die ganzen Zeug. Oder wir machen jetzt eine Vierer-Motorrad-Club-Gang auf. Oder ja, das keine ist ein guter Witz. Die machen wir richtig viel Kohle gerade. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne einsteigen nochmal, wenn wir mal so ein Part machen, wo wir vielleicht mal ein paar Gäste noch mit einladen. Dead by Daylight zur Auswahl. Daisy wäre auch wieder zur Wahl. Oder, weiß ich nicht, ja, sowas würde sich anbieten, weil wir das auf jeden Fall schon alle haben. Vielleicht habt ihr auch Bock, dass wir da mal eine 2 gegen 2 Counter-Strike-Runde machen oder so. Das vielleicht ist ja auch. Wir haben ja tatsächlich schon ewig auch keinen Versus mehr gemacht. Also, das ist ja auch immer noch ein Format, was ja nicht tot ist in dem Sinne. Und ja, vor allem auch mit Gästen und so. Das haben wir ja früher bei DC auch oft gehabt. Das können wir natürlich auch alle gerne mal in Angriff nehmen. Ist jetzt bei Astrony natürlich schwierig. Aber bei anderen Spielen ist das ja möglich, ne? Nee, also stritzelt das mal in die Kommentare, ob ihr da vielleicht Bock hättet und dann können wir uns da nach der Mehrheit richten. Genau, also ihr könnt natürlich auch nach wie vor Astroneer auswählen, also uns macht das ja trotzdem Spaß, aber wir sehen das eben so wie Steffen. Aber wir spielen das trotzdem nicht. Genau. Nee. Also Astroneer geht natürlich trotzdem irgendwie weiter, aber müssen wir halt eben schauen. Mal gucken wann. Alles klar. Die bringen, also die wollten ein kleines Update, die wollten jetzt auch schon die nächste Woche wieder ein Update bringen. Wer weiß, vielleicht läuft das ja dann schon. Mal sehen. Ja gut, dann bedanken wir uns aber erstmal bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns, egal wo wir uns wiedersehen, wir sehen uns wieder, keine Angst. Wir bestimmt auch irgendwann mal bei Tomb Raider wieder. Ihr hängt bei mir immer noch im Raumschiff. Na denn. Gut, macht's gut. Tschüss.